Es ist 18.18 Uhr, Mittwochabend. Ihr schaut Orga TV. Ich sag Hallo und freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute müsst ihr mal mit mir Vorlieb nehmen, weil mein lieber, charmanter Kollege Manuel unpässlich ist. Den Grund kenne ich nicht. Vielleicht hat er auch die letzte Sendung nicht so ganz verkraftet. Da gab es ja ein paar technische Probleme. Aber wie ich sehe, ist unsere Regie heute gut besetzt, sehr stark. Da müsste ja eigentlich alles glatt laufen. So, unser Thema heute dreht sich rund ums Jobben neben dem Studium. Dazu haben wir uns einige Meinungen mal eingeholt. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich ein Interview mit dem AStA-Referent Daniel Costa. Da werden Fragen beantwortet rund ums Studium, was man tun kann, wenn man vielleicht nicht die Zeit findet, neben dem Studium her noch arbeiten zu gehen, wie man eventuell die Studiengebühren umgehen kann. Alles dazu sagt euch jetzt Daniel Costa in dem nächsten Beitrag. Hallo hier bei Orga TV. In unserem Beitrag geht es ums Jobben neben dem Studium. Natürlich haben wir uns auch da jemanden eingeladen von der AStA, denn wer sollte besser Bescheid darüber wissen als jemand von der AStA? Bei mir ist der Daniel. Was genau machst du bei der AStA? Ja, beim AStA bin ich zuständig für das Referat für Studienfinanzierung. Natürlich macht man beim AStA nie das eine und selbe. Man ist natürlich auch im Team drin, aber ja, so Studienfinanzierung, das ist für mich so die Hauptaufgabe. Job neben dem Studium ist natürlich jetzt gerade bei der Einführung von den Studiengebühren ganz wichtig für Studenten. Auch an der Uni gibt es ja dann auch diverse Jobs für Studenten oder Hiwis. Welche Vorteile bzw. welche Nachteile kann das denn mit sich bringen, wenn man hier an der Uni jobbt oder auch außerhalb von der Uni? Also wenn man an der Uni jobbt, hat das natürlich den Vorteil, dass man schon mal in den Uni-Alltag, also in den, sag ich mal, in den Alltag hinter den Kulissen hineinschauen kann und ja auch einen Arbeitsplatz hat in der Nähe von dem Studium, also da, wo man eh eigentlich fast den ganzen Tag ist. Nachteil hat das Ganze unter Umständen, also die meisten Verträge hier werden halt nur um ein halbes Jahr geschlossen, das heißt wirklich lange vorausplanen kann man damit nicht. Auch nachteilig sehe ich, manche Leute sind ganz froh, wenn sie bei ihrem Prof beschäftigt sind, das hat allerdings auch wieder unter Umständen den Nachteil, dass man da halt sehr abhängig ist, das heißt, wenn der Prof halt heute oder morgen sagt, na komm, jetzt mach mal die Überstunde, und da kann man nicht unbedingt einfach so Nein sagen. Das fällt dann halt schon schwer, wenn man dann irgendwie auch im Hinterkopf hat, dass der Prof einen irgendwann mal prüft. Inwiefern stimmt eigentlich dieses Vorurteil, dass Hiwis meistens nur kopieren müssen? Also das stimmt gar nicht. Es gibt als Hiwi durchaus auch sehr qualifizierte Arbeiten. Also ein Hiwi, ich benutze das Wort Hiwi eigentlich sehr ungern, weil es noch aus dem Dritten Reich stammt und ja, damals waren das die Hilfswilligen. Deswegen nutze ich dann lieber studentische Hilfskraft. Und studentische Hilfskräfte machen schon sehr qualifizierte Jobs. Wie gesagt, das sind Tutorien zum Beispiel, das sind auch Praktika, die sie selbst betreuen müssen. Das sind teilweise auch Verwaltungsaufgaben, die weit über das Kopieren hinausgehen. Da geht es zum Beispiel um das Erfassen von Räumlichkeiten, wie die belegt sind. Oder da geht es auch um Zusammenschreiben und um Auswertungen, um Evaluationen. Und von daher ist es teilweise schon sehr spezifisch, was Leute da arbeiten. Ich habe jetzt gehört in einem Beitrag vom Herrn Linneweber, dass ja dank den Studiengebühren viele Mentorenprogramme eingeführt worden sind. Haben sich da wirklich dann so viele Hiwi-Stellen geschaffen? Sind da wirklich so viele Hiwi-Stellen geschaffen worden, wie er sagt? Da wurden schon einige Hiwi-Stellen oder studentische Hilfskraftstellen geschaffen, durchaus. Problematisch bei der Sache sehe ich halt, also diese Jobs, die sind nicht mit vielen Stunden. Soweit ich weiß, arbeitet man im Monat 8 Stunden. Und das heißt, im Endeffekt kommt da nicht wirklich viel bei rum, was das Finanzielle angeht. Aber es ist halt auch nochmal ein Zeitaspekt, den man, also das, was man da arbeitet, hat man natürlich weniger auch zum Studieren.
Und von daher ist es auch eine etwas zweischneidige Sache. Klar kann man sich irgendwo seine Studiengebühren nochmal zurückverdienen. Aber wie gesagt, man muss eben auch die Zeit dann umso mehr aufbringen. Gibt es weitere Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten der Studienfinanzierung gibt es denn noch für Studenten, die wegen aufgrund dem ganzen Zeitaufwand nicht noch groß andere Jobs annehmen können? Ja, ganz klassisch ist natürlich das BAföG. Das sollte auch auf jeden Fall erster Anlaufpunkt sein, wenn man irgendwie sein Studium finanzieren muss. Da gab es jetzt auch eine Novelle zu diesem Wintersemester. Das heißt, die Freibeträge sind enorm gestiegen, auch die Fördersätze sind enorm gestiegen. Das rentiert sich also auf jeden Fall, da einfach mal einen Antrag zu stellen, um mal zu gucken, ob nicht vielleicht doch ein bisschen was bei rauskommt. Ja, das ist BAföG. Ansonsten gibt es natürlich auch Stipendien. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ja, ich muss dann super gut sein, muss super gute Noten haben, nur dann habe ich überhaupt eine Chance auf ein Stipendium. Das ist bei weitem nicht so. Also die Stiftungen suchen eigentlich gerade hier an der Uni noch Stipendiaten und bei vielen Stiftungen kommt es weniger darauf an, dass man gute Noten hat. Das ist zwar nicht ganz auszublenden, also man sollte natürlich nicht allzu schlecht jetzt sein, aber man muss keine Top-Noten haben. Was da eigentlich viel wichtiger ist, ist so ein ehrenamtliches Engagement irgendwo neben der Universität. Also das kann auch in der Fachschaft sein, das kann irgendwo in einem Sportverein sein oder sonst irgendwas. Ja, sind die Stipendien. Dann gibt es ja die Studienkredite, von denen kann ich immer nur abraten. Die Zinsen sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Die werden auch mit Sicherheit noch weiter steigen. Und also die meisten Leute können, glaube ich, nicht ganz sicher von sich behaupten, dass sie nach dem Studium einen Job finden werden. Und dann hat man eben die Schulden an der Backe und das ist also mit Sicherheit nachher mit 20.000 Euro Schulden, die sehr, sehr schnell zusammenkommen. Ist es nicht ganz einfach, nachher nach dem Studium ins Berufsleben zu starten oder auch eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, ein eigenes Haus vielleicht auch zu bauen. Also das sollte man sich ganz genau überlegen. Naja gut, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, neben dem Studium jobben zu gehen, mit an der Uni den Einschränkungen, die wir gesagt haben. Und wenn du halt draußen irgendwo jobben gehst, naja gut, da muss man halt gucken, dass man was Gutes findet, mit dem man zurechtkommt und also ich weiß halt auch, dass viele Leute außerhalb der Universität sich eher einen Job suchen, weil sie sagen, das ist ein Job, der ist nicht von vornherein auf ein halbes Jahr ausgelegt. Und da kann ich mal von ausgehen, dass das eine längerfristige Sache ist, sodass sie da auch eine gewisse Sicherheit haben. Denn ich glaube, die meisten werden es wissen, dass ja, finanzielle Sorgen neben dem Studium eigentlich das Schlimmste sind, was man überhaupt haben kann. Jetzt drücken ja die Studiengebühren halt schon noch enorm auf einen Studenten selbst. Und gibt es irgendwie die Möglichkeit, den Studiengebühren auszuweichen, die zu umgehen? Es gibt sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Es gibt Härtefallregelungen, ganz klar. Allerdings sind die schon sehr eng gefasst, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich immer auch vielleicht mal einen Härtefallantrag zu stellen und probieren, ob man vielleicht auch einen Teilerlass bekommt oder vielleicht auch die Aufteilung in Raten. Die Universität bzw. das Land beruft sich halt immer darauf, dass die Leute ja einen Anspruch haben auf ein Studiengebührendarlehen, also wieder ein Kredit, mit dem man sich verschulden darf. Um diese Studiengebühren im Notfall dann irgendwie zu refinanzieren oder überhaupt zu finanzieren. Und aber ansonsten die Regelungen, also das jetzt irgendwie im Einzelnen zu beschreiben, das wäre recht viel, glaube ich mal. Klar gibt es dann Regelungen für Leute, die schwanger sind, beziehungsweise auch die halt Kinder haben oder auch die eine Behinderung haben und oder die auch Angehörige pflegen. Das sind so die klassischen Fälle. Und ansonsten, wenn man in einer sozialen Notlage ist, gibt es auch noch Möglichkeiten, da unter Umständen um die Studiengebühr drumherum zu kommen. Ah, soziale Notlage, das ist das Stichwort. Gibt's da, haben Studenten irgendwie Anspruch auf, keine Ahnung, Hartz IV, Wohngeld, Arbeitslosengeld II? Hartz IV, Arbeitslosengeld II in aller Regel nicht. Es gibt die Möglichkeit, wenn man ein Kind hat, für das Kind dann solche Leistungen zu beantragen. Allerdings Studierende selbst haben diese Möglichkeiten in aller Regel nicht, weil um einen Anspruch auf diese Leistungen zu haben, müssten sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und das tun sie als Studierende klassischerweise eigentlich nicht, weil man geht davon aus, dass sie Vollzeit studieren und dass das eben ihr Vollzeitjob ist, auch wenn sie da nichts verdienen.
Beim Wohngeld ist es wieder eine eigene Sache. Auf Wohngeld hat man Anspruch, wenn man dem Kunden danach keinen BAföG-Anspruch hat. Jetzt muss man unterscheiden. Es gibt einmal dem Grunde nach, einmal gibt es der Höhe nach. Und also wenn es jetzt, sage ich mal, nur so ist, dass die Eltern zu viel verdienen, dann wird man auch erstmal kein Wohngeld bekommen. Wenn man aber zum Beispiel durch zu viel Jobben im Studiumsverlauf etwas verzögert ist, und deswegen keinen BAföG-Anspruch mehr hat, dann ist es durchaus möglich, auch Wohngeld zu beantragen. Wenn das Geld mal knapp wird, gibt es da irgendwie Vergünstigungen, die Studenten nutzen können? Jetzt abgesehen mal, klar, Kino kennt jeder, dass man da vielleicht mal 50 Cent spart. Gibt es da vielleicht noch andere Dinge, von denen Studenten irgendwie nicht wissen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Geld sparen können an der einen oder anderen Ecke? Also ganz klassisch, wo Studierende sparen können, ist in der Mensa. Man muss schon sagen, wenn man sich überlegt, was man in der Mensa für ein, sage ich jetzt mal, ein A-Essen hinlegt, und kocht es sich zu Hause, dann ist es halt schon unter Umständen günstiger, in der Mensa zu essen. Ansonsten an Vergünstigungen, klar. Studierende, die einen BAföG-Positivbescheid bekommen haben, das heißt also, die BAföG beanspruchen, können sich von der GEZ befreien lassen. Und automatisch, wenn man von der GEZ befreit ist, kann man auch nochmal bei der Telekom einen Sozialtarif fürs Festnetz beantragen. Das sind zum Beispiel so Möglichkeiten, wie man ein bisschen Geld noch sparen kann. Viele gibt es dieser Möglichkeiten nicht, aber es gibt so ein paar einzelne Sachen schon, wo man ein bisschen Geld sparen kann, ja. Das klingt interessant. Also wenn man sich jetzt näher damit befasst und noch ein paar Informationen haben möchte, kann man sich dann gerne an dich wenden. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich biete rechtzeitig und auch regelmäßig Sprechzeiten bei mir im AStA an. Und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, also einfach mal auf die AStA-Homepage gehen und da findet ihr auch die entsprechenden Ansprechpartner zu speziellen Themen, auch zu Studienfinanzierung. Dort können die Leute entweder mir eine E-Mail schreiben oder können auch anrufen während meiner Sprechstunde. Das ist allerdings nie so ganz einfach, weil oft sind dann Leute da. Und dann bin ich gerade in der Beratung und da kann ich auch schlecht telefonieren. Und deswegen ist es an und für sich immer das Beste, eine E-Mail zu schreiben oder eben direkt vorbeizukommen. Gut, alles klar, dann bedanke ich mich. Ja, ich danke auch. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt's gemerkt, ich hab's gemerkt, es heißt natürlich dem Asta und nicht der Asta. Ich glaube, Daniel Costa hat es auch gemerkt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben was daraus gelernt, wir sind ein bisschen schlauer geworden, aber die Studien und Gebühren können wir, glaube ich, trotzdem nicht umgehen. Das heißt, wir müssen arbeiten gehen. Und wir haben uns mal vor die Mensa gestellt und haben einige Studenten dazu befragt, welchen Jobs sie denn nachgehen und wie vielen Jobs sie nachgehen und ob sie das denn noch zeitlich mit der Uni einbahnen können. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Zwei Drittel der Studenten müssen neben ihrem Studium jobben gehen. Wie das bei unseren Studenten hier an der Universität des Saarlandes aussieht, das seht ihr im folgenden Beitrag. Brauchst kein Geld und so? Doch. Doch schon. Aber du bist ja nur noch fast Studentin, ne? Ja. Aber du hast gearbeitet. Ja. Was hast du gemacht? Ach Gott, alles. Ja, Sinnlos. erzähl mal, warum bist du arbeiten gegangen? Ja, um die Studiengebühren zu Ja, unter finanzieren. anderem, ne? Ist ein bisschen teuer. Und unter anderem sind nur Leffers und was noch? Tankstellen. Und war das gut bezahlt? Nee, ganz schlecht bezahlt. Als Student wird man ein bisschen ausgebeutet wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Arbeitest du? Nein, du studierst nur, bist nur Studentin. Ja. Okay. Wie finanzierst du dir die Studiengebühren? Geht das so ohne Arbeiten? Meine Eltern finanzieren Deine das. Eltern, gut, das ist natürlich klasse. Dann Dankeschön, noch einen schönen Tag. Hast du während deinem Studium so noch nebenher gearbeitet? Ja, ich arbeite nebenher in Saarbrücken in der Spielbank als Croupier. Verdient man da gut? Einigermaßen. Also es gibt bessere, es gibt auch schlechtere Jobs. Also man macht sich auf jeden Fall nicht großartig dreckig. Nicht, wenn man jetzt mal fort arbeitet, im fairen Job halt eben, habe ich auch schon gemacht. Ja. Okay, ist also ein angenehmer Job. Kommt nur auf die Gäste an. Ist das dein einziger Job gewesen oder hast du noch andere Jobs ausprobiert? Ich habe mal als Fitnesstrainer gearbeitet, dann ja halt eben bei Ford. Dieses Jahr auch schon als Testfahrer auch. Ja. Und halt eben am Band, Produktion. Du bist Student hier? Ja. Was studierst du? Yoga. Und hast du einen Nebenjob? Ja. Was? Ja, auf 400 € Basis. Und was machst du da? Ja, ich arbeite auf dem Lager. Und warum arbeitest du neben der Uni? Weil es so viel Spaß macht, nee, weil ich Geld brauche. Gut, okay, Studiengebühren wahrscheinlich auch, ne? Ja, Lebensunterhalt.
Okay, du wohnst alleine oder noch zu Hause? Zu Hause. Okay, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie für die, die noch, aber trotzdem hart, ne? Und hast du vorher noch woanders gearbeitet? Ferienjob, ein Semesterferien. Alles klar, gut. Und bist zufrieden mit deinem Job? Ja, muss halt, ne? Macht ihr einen Studentenjob? Nein? Wie könnt ihr euch dann das Studium hier so leisten? Arbeiten in den Semesterferien. Na, das ist natürlich auch eine Variante, eine sehr gute sogar. Dann hat man ja während dem Semester noch genug Zeit, um sich aufs Studium zu konzentrieren. Aber das muss ja dann eine Menge Geld sein, damit es ein Semester lang reicht. Ja, ich beziehe noch BAföG, also seit diesem Semester, weil es ohne nicht geht. Ja gut, ne? Studiengebühren, genau. Ist klar. Frage, studiert ihr? Ja. Und was? Dolmetschen übersetzen. Und arbeitet ihr nebenbei? Nein. Keine Studentenjobs? Ach so, ihr arbeitet also auch nur in den Semesterferien? Ja, okay, das ist natürlich dann die bessere Variante. Da hat man während dem Studium mehr Zeit, ne, zum Lernen. Okay, und wo arbeitet ihr dann? Ja, so Promotion-Jobs meistens. Was für eine Art von Promotion macht ihr dann da? Ja, Messe-Hostess oder halt für O2 zum Beispiel. Und verdient man gut? Ja, reicht zum Überleben. Gut, alles klar. Dankeschön. Ja. Arbeitest du neben dem Studium? Nein. Wie konnte euch das? Achso, du suchst einen Job? Ja, zurzeit. Also du suchst einen Job, weil Studieren ist teuer. Richtig. Ja, natürlich, man braucht immer noch genug Geld. Okay, lebst du noch zu Hause oder? Nein, ich lebe in der WG. In der WG. WG ist natürlich dann die bessere Variante, ist nicht ganz so teuer. Nö, richtig, ist gut. Du arbeitest? Ja, wo? Ich habe einen Hiwi-Job hier an der Uni. Und welche Fachrichtung? Materialwissenschaften. Was machst du da so? Verwaltung. Europäischen, also ich arbeite in der Verwaltung eines europäischen Masterprogrammes. Und zwar heißt es AMACE. Und ja, dort bin ich für Organisation und Projektmanagement und so weiter. Klingt interessant und wahrscheinlich auch förderlich dann für deine Zukunft, wenn man dann so sagen kann, ich habe hier als Hiwi... Genau. Ja, ich studiere interkulturelle Kommunikation und in dem Bereich ist das auf jeden Fall hilfreich, weil es halt ein europäisches Masterstudiengang und das hilft schon weiter. Dann kommt man auch mit ausländischen Leuten in Kontakt, mit internationalen Leuten. Das ist immer sehr spannend. Auch fremde Kulturen kennenzulernen. Okay, und zahlt die Uni gut? Ja, ich bin zufrieden. Also, ja. Hm? Es geht um Nebenjobs. Und du hast einen? Ich habe sogar zwei. Ja. Zwei? Genau. Das hatten wir noch nicht für heute. Und wo denn da? Also halt einmal hier an der Universität, an der WISO und einmal im Jack & Jones in Saarbrücken. Und brauchst du zwei Jobs? Ja, ich brauche das Geld. Ich bin ja, jung und brauche das Geld. Weil du so überschwänglich lebst oder reicht's gerade so? Nee, weil ich so überschwänglich lebe, ja. Ihr zwei seid Studenten? Ja. Und im wievielten Semester? Im dritten. Und arbeitet ihr während dem Studium? Ja, nebenher in einem Büro. Du auch? In den Ferien nur. Nur in den Ferien? Okay, und du, was machst du so in dem Büro? Also es ist ein Tiefbauunternehmen, also so Akten ordnen und so Zeugs halt eben eintragen am Computer. Aber auch um dir das Studium zu finanzieren? Ja, ein bisschen auf jeden Fall, das könnte ich gar nicht alles allein finanzieren. Und deine Eltern unterstützen dich dann dabei auch? Ja, sehr viel sogar. Okay, und du wohnst in einer WG, zu Hause? Ja, ich wohne noch zu Hause. Ich habe das Glück, noch zu Hause zu wohnen. Alles klar. Und arbeitet ihr neben dem Studium? Ja. Und wo? Hier in der Uni. Als was? Als Mitarbeiter, studentischer in der Bibliothek. Das ist eine Präsenzbibliothek, die kann sowieso niemand ausleihen. Okay, und wie viele Stunden in der Woche verbringst du dort? Ich verbringe ca. 16 Stunden zum Arbeiten dort. Und das kann man mit der Uni noch vereinbaren? Es geht, es ist sehr schwer, es ist viel zu tun. Aber ich muss es irgendwie schaffen. Weil du lebst. Ja. Du lebst alleine? Nein. Nochmal zu deinem Nebenjob. Seit wann machst du den? Seit jetzt knapp über einem Jahr und zwar circa ein Jahr, zwei Monate. Macht Spaß. Ja, ist Gott sei Dank, sonst könnte ich es nicht aushalten. Ja. Gut. Das freut uns und Dankeschön. Dankeschön. Wir haben es gehört, zwei Drittel der Studenten müssen einfach arbeiten gehen, weil Studieren einfach teuer ist. Viele werden aber auch ausgebeutet.
Damit das nicht passiert, haben wir uns mal mit Students at Work zusammengesetzt und haben mal einige Fragen an die beiden gestellt, weil Studenten haben ja nicht nur Pflichten, sie haben auch Rechte. Und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt. Hallo, wir sind vom Students at Work. Das Projekt Students at Work ist ein Projekt der Kooperationsstelle Wissenschaften und Arbeitswelt der Universität des Saarlandes in der Kooperation mit dem DGB Jugend Saar und mit dem ASTA. Das ist meine Kollegin Esther Spicker, mein Name ist André Makavei und wir informieren zum Jobben neben dem Studium. Richtig, und zwar sind wir beide im Projekt seit 2007. Das Projekt insgesamt läuft aber seit 2005 und in dieser Zeit haben wir ein Informationsangebot aufgebaut, nicht nur wir, sondern auch die Hilfskräfte vorher im Projekt. Und zwar bieten wir eine Sprechstunde an, jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr im ASTA. Dann bieten wir eine Infoveranstaltung an, einmal im Jahr, meistens im Sommersemester, wo man eben die Netzwerkpartner, die Experten aus dem Netzwerk befragen kann und wo Vorträge gehalten werden zum Thema Job neben dem Studium. Dann haben wir noch eine Homepage aufgebaut. Auf dieser Homepage kann man eben sich Informationen runterladen, PDF-Dokumente und eben die Netzwerkpartner mehr über diese erfahren. Und dann haben wir noch ein Expertennetzwerk aufgebaut, was ständig wächst. Dieses Expertennetzwerk besteht aus dem Studienzentrum hier von der Uni, dem Hochschulteam, der Arbeitsagentur, was auch hier aus dem Campus ist, dem BAföG-Amt hier auf der Uni, der Arbeitskammer des Saarlandes, verschiedenen Krankenkassen, ja, und noch verschiedenen anderen Institutionen. Genau, wir informieren zu 400-Euro-Jobs, zu der kurzfristigen Beschäftigung, aber auch Arbeitsvertrag, Rechten und Pflichten im Job, zu der Sozialversicherung und Krankenkasse, zu Steuer, zu BAföG, Kindergeldgrenzen, Lohnsteuerkarten und Lohnsteuerklassen. Ja, also wenn ihr auch neben dem Studium jobbt, dann kommt doch einfach vorbei am nächsten Mittwoch von 12 bis 14 Uhr zu uns im Master. Wir freuen uns. Wenn ihr also noch weitere Fragen habt an Students at Work, ihr findet sie hier auf dem Campus. Jeden Mittwoch haben sie eine Sprechstunde, da könnt ihr euch weiter informieren. Wir sind auch mal wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Nächste Woche kann ich euch versprechen, wird Manuel wieder da sein für alle seine Groupies. Nächste Woche wieder einschalten. Dann seht ihr Manuel wie gewohnt um 18.18 Uhr hier bei Orga TV. We'll be right back.